Leute, willkommen beim Hanse Rider. Das erste Video zu meinem kleinen Dänemark-Trip Anfang Mai ist ja bereits online. Nun folgt der zweite Teil, der eigentlich der erste ist, denn im folgenden Park war ich zuerst. Und zwar handelt es sich dabei um die Keimzelle aller Bausteinparks, dem Legoland in Billund. Klugerweise liegt er direkt neben dem Flughafen, ein Nachbar, der in Sachen Lärmbelästigung eindeutig die Fresse zu halten hat. Dafür hat er deutlichen Einfluss auf das bauliche Ausmaß im Park, aber dazu später mehr. Zur Historie. Das Legoland wurde damals ursprünglich als Hansapark eröffnet, aber schon bald in Legopark umbenannt, bis es schließlich endgültig zum Legoland wurde. Da habe ich die Parks vertauscht. Fest steht, mittlerweile hat das Legoland schon lange den Beinamen Resort. Aber der Park ist dafür irgendwie nicht groß genug. Die Notwendigkeit, dort mehrere Tage zu verweilen, wäre eigentlich nur mit unzureichender Abfertigung zu rechtfertigen. Beweisen kann ich diese These allerdings nicht, denn ich hatte wettertechnisch einen echt miesen Tag erwischt, was sich sehr positiv auf die Wartezeiten auswirkte, die flächendeckend gen Null tendierten. Der Park ist in 9 Themenbereiche aufgeteilt. Das hört sich erstmal nach viel an, ist aber relativ zu betrachten, da viele Rides ihre eigenen Themenbereiche sind und die sind meist nicht besonders groß. Aber schauen wir mal, was es im Legoland so gibt und starten mit den 4 Achterbahnen. Starten wir mit dem Extreme Racer. Der Extreme Racer schreibt sich X-Dream, was total sinnlos ist, denn es spart weder eine Silbe noch ein Zeichen. Zudem ist Dream an sich ja noch nicht mal ein eigenes Wort. Man könnte es höchstens mit Treme übersetzen, was wiederum ein Berg in Serbien ist. Aber was soll's. Die Bahn ist eine Maxche wilde Maus und... ja, was soll man zu dieser Bahn sagen? Die Bahn ist auf jeden Fall ein paar Meter hoch und im Vergleich dazu sogar deutlich länger. Eines dieser Coaster-Modelle, das sich durch praktisch nicht vorhandene Kurvenneigung auszeichnet. Die Chasen vom Extreme Racer gehören zu den bisher coolsten, die ich je auf einer wilden Maus gesehen habe. Das sieht so real nach Lego-Technik aus, dass ich während der Fahrt am liebsten daran herumgebaut hätte. Da hätten die Ride-Ops aber blöd geschaut, wenn ich mit einem Flugzeug zurück in die Station gefahren wäre. Aber erstens klappte das dann nicht und zweitens macht die Fahrt auch ohne das schon eine Menge Spaß. Extreme Racer. Kommen wir als nächstes zu Dragon. Ich finde sie leider nicht wieder, aber ich habe mal eine lange Bewertung zu dieser Bahn gelesen, wo sich einer aufgeregt hat, dass er knapp 2 Stunden warten musste und die Bahn dann frecherweise nur eine Runde gefahren ist. Zuerst konnte ich das noch nachvollziehen, denn nur eine Runde auf einem Powered Coaster ist doch schon recht ungewöhnlich. Was diese Person aber verschwiegen hat, ist, dass es erstmal einen langen Dark Ride Part gibt, die Fahrzeit somit gefühlt ca. 5 Minuten beträgt und das mit bis zu 3 Zügen gefahren wird. Und das ergibt halt 2 Stunden Wartezeit für eine Runde. Was ist los? Worüber regt er sich auf? Wenn man das mal hochrechnet. 2 Stunden Wartezeit im Dreizugbetrieb bei einer Runde würde bei nur einem Zug schon etwa 6 Stunden Wartezeit bedeuten, die sich bei 2 Runden nochmals verdoppeln würden. So lange hat der Park aber gar nicht auf. Aber tatsächlich bietet der Achterbahnpart auf Dragon, dem Mack-Powered Coaster der älteren Generation, außer 2 Helices eigentlich keinen großen Mehrwert. Und falls ihr euch fragt, was es im Dark Ride Part vorher zu sehen gibt, Lego-Figuren aus dem Zeitalter der Ritter und Könige in verschiedenen Szenerien. Im Grunde viele gelbe Menschen und keiner ist aus Springfield. Das ist eigentlich schade. Gerade weil es ja durchaus schon mal Berührungspunkte in Form einer Simpsons-Folge mit und über Lego und die Simpsons-Lego-Sets gab. Wobei mir da gar nicht so klar ist, wer da jetzt eigentlich wessen Lizenz hat. Aber mal ehrlich, wie geil wäre es, wenn das Simpsons-Haus im Legoland stehen würde? Vielleicht als Funhaus oder von mir aus auch als Dark Ride Powered Coaster. Darf man noch träumen? The Flying Eagle. Mit der Eröffnung im Jahre 2018 ist diese Bahn noch nahezu brandneu. Es ist der 5. Coaster im Legoland und somit einer von 4. Das klingt wirr, liegt aber daran, dass der 1. Coaster Timber Drop, ein Tivoli Small Coaster von Zira, den Park wieder verlassen hat. Wahrscheinlich am Stück, war ja nicht viel Coaster. Das Artwork von Flying Eagle bei der Ankündigung war auf jeden Fall schon mal sehr verheißungsvoll. Ein schönes, weites Panorama.
Wenn man sich dann die tatsächliche Szenerie so ansieht, mit den bemalten Rückwänden, hätten die auch einfach das Artwork auf den Boden malen können. Trotzdem werten Deko-Elemente den kleinen Platz sehr auf, sonst wäre es ein Kirmescoaster. Zu meinem Besuch waren unzählige Fahrten möglich. Das lag zum einen an der relativ geringen Besucherzahl Anfang Mai, aber vor allem daran, dass den ganzen Tag über am Eingang eine Wartezeit von 30 Minuten angekündigt worden ist und man von da aus die Queue-Line nicht einsehen kann, um sich zu vergewissern, ob das stimmt. Spoiler, Spoiler, es stimmte nicht. Coole Sache. Der Eagle schwingt sich harmonisch durch das Layout und ist trotzdem äußerst schnell unterwegs. Die mangelnde Bahnlänge wird in der Regel gnadenlos mit einer zweiten Runde entschädigt. Da kennen die nix. Auch wenn es während der ersten Runde anfängt zu hageln, ziehen die das durch. Ich hab's erlebt. The Flying Eagle. Jo, aufgrund der kalten Temperaturen zu meinem Besuch wunderte ich mich nicht, als ich dann plötzlich im Polarland stand. Der Heimat des letzten zu absolvierenden Counts. Das legoländische Polarland beherbergt interessanterweise thematisch sowohl Eisbären als auch Pinguine. Die wohnen aber eigentlich genau eine Erdachse voneinander entfernt. In der Realität könnte man die gar nicht zusammenbringen, ohne dass es hinterher eine Riesensauerei gibt. Da das Wetter aber dementsprechend war, fand ich diese Szenerie an dem Tag auf jeden Fall am immersivsten. Der letzte Coaster in der Runde ist also Polar X-Plora. Und wieder diese sinnlose Abkürzung. Der Polar Explorer zeichnet sich durch ein sogenanntes Freefall-Element da in dem Berg aus. Aber bei einer Höhe von 5 Metern verbiete ich es mir, von einem Fall zu sprechen. Ich nenne es eher einen Drop. Der kurze Moment ist zwar ordentlich knackig, aber mehr dann auch nicht. Außerdem bezeichnet er das Ende eines bis dahin äußerst geilen Achterbahnerlebnisses. Tatsächlich ist für mich der Polar Explorer der erwachsenste Coaster im Park. Denn auch wenn die Fahrt mal wieder etwas länger hätte dauern können, enthält sie im Gesamtpaket gute Airtime und schnelle Kurven. Das Ganze auf einem interessanten Layout, bis es dann in den Berg geht. Mir hätte es ja besser gefallen, wenn man anstelle des Bergs und des Three Drops einfach Flying Eagle angebaut hätte. Von der Höhe hätte sogar gepasst. Schade. Nach dem Drop schafft es der Zug dann gerade so zurück in die Station. Der Polar Explorer war 2012 offiziell auf Platz 3 unter Europe's Best New Rides. Geschlagen geben musste er sich nur gegen Wodan und Shambhala. Was für eine Rangliste. Wodan, Shambhala, Polar Explorer. Das klingt irgendwie nach Ferrari, Porsche, Bobby Car. Noch eine coole Beobachtung aus der Queue-Line. Ihr kennt ja sicher das System, dass immer nur so viele Leute vor die Gates gelassen werden, wie auch in den Zug passen. Das gibt es auch im Legoland. Aber erstaunlicherweise ohne Drehkreuz, Ampel oder Personal. Die Leute in der Warteschlange klären das von selbst. Wenn ich da an manch heimische Parks denke, wo morgens anscheinend etliche Schulen aus dem Umkreis ihre Verhaltensgestörten abliefern, dann ist die Selbstständigkeit der dänischen Freizeitparkbesucher umso erstaunlicher. Chapeau! So, das waren sie. Die 4 Coaster im Legoland Billund. Aber da sind natürlich noch mehr Rides zu riden. Zum Beispiel Ghost, The Haunted House. Der erste Teil ist ein Walkthrough mit dem Gruselfaktor eines Toys R Us Besuchs. Der zweite ist ein Drop Tower mit der Dynamik eines Schiffshebewerks. Natürlich darf man das Ganze nicht mit den Augen eines medienkonsumgeschädigten Erwachsenen sehen, aber mir ist dort eigentlich kein Kind aufgefallen, was sich dort nicht wohlgefühlt hätte. Wer seine Kinder mittels Geisterhaus nachhaltig traumatisieren möchte, muss also weiterhin ins Disneyland Paris fahren. Lego Top. Der Lego Top ist mit 36 Metern nur fast halb so hoch wie das Mystery Castle. Das geht aber nicht höher, denn wie gesagt, der Nachbar ist der Flughafen Billund. Und wenn der sagt, baut nicht so hoch, dann sollte man schon auf den hören. Denn sein Anliegen dient ja durchaus einem guten Zweck. Bei manch streitsüchtigen Kreaturen in direkter Freizeitparknachbarschaft sieht das Ganze da schon ganz anders aus. Kommen wir nun zum Sport. Genauer gesagt zur Fork Fire Brigade. Hier liefern sich Familien und Gruppen ein Duell. Es geht darum, schnell am Einsatzort zu sein, schnell das Feuer zu löschen und schnell wieder zurück in die Basis zu kommen. Das Ganze per Muskelkraft in Gruppenarbeit. Beim Löschen zeigt sich dann, bei wem es zu Hause oft brennt oder wer noch ziemlich unerfahren damit ist. Einige löschen dann erschreckend zielstrebig, bei anderen ist es doch eher wie Pinkeln mit einer Morgenlatte.
Ob ihr am Ende aber erster oder letzter seid, ist völlig unerheblich, denn beide gewinnen ungefähr das gleiche. In der Regel nichts. Hier ist der Weg schon das Ziel. The Temple. In den meisten interaktiven Dark Rides schießt man und sieht dann, ob man getroffen hat. Hier sieht man bereits vorher, ob man richtig zielt, denn ein Licht aus der Wumme zeigt die Richtung. Endlich ein interaktiver Dark Ride, bei dem ich keine peinliche Niederlage einstecken muss. Ich bin so schlecht. Bei Maus au Chocolat oder Ghostbusters 5D frage ich vorher immer nach einem Handicap. Da immer mal wieder das Wetter in allen Formen auf den Park niederschlug, konnte ich aber viel Tempel zocken und lernen. Der Ride kommt völlig ohne 3D-Brillen oder aufwendige Animatronics daher, ohne optisch negativ aufzufallen. Wobei man hier natürlich anmerken muss, dass Lego-Figuren sich sowieso nicht aufwendig animieren lassen. Darauf kann sich das Legoland gestalterisch gut ausruhen. Die haben bestimmt irgendwo eine ganze Terrakotta-Armee aus menschengroßen Lego-Figuren, die sie nach Lust und Laune verteilen können. Im Tempel stört das aber nicht. Hier steht eindeutig das Spiel im Vordergrund. Alles in allem von außen wie von innen ein cooler Ride, der weder die Kids noch den Hansel Rider groß überfordert. The Temple. Im Eingangsbereich des Parks steht übrigens noch eine sogenannte Meet and Greet Stage. Aber da wird mehr versprochen als gehalten. Ich stand da mindestens eine Stunde drauf, aber ich wurde weder gegreetet noch gemietet. Seid gewarnt. So, dann ziehe ich mal mein Fazit. Der Park an sich ist klein genug, um an einem Tag locker alles zu schaffen. In der Qualität der Rides für das Allgemeinpublikum liegt für mich im Merlin-Park-Duell das Legoland aber deutlich hinter dem Heidepark, wo ein Besuch bei vielen immer noch regelmäßig zu Google-Rezensionstourette führt. Alle Rides im Legoland außer der Drop beim Rafting sind eher Kategorie Hui und weniger Marke Wow! Man muss aber beachten, dass das Legoland fast ausschließlich auf Kinder abzielt, die aber in der Regel selten ohne erwachsenen Hofstab anreisen. Für den ist das Angebot an Rides aber doch sehr dünn. Gerade weil es nachweislich Lego-Fans in allen Altersklassen gibt, hat das Legoland an seinem vollen Krug Potenzial bisher höchstens einmal genippt. Das bedeutet aber nicht, dass man dort auch im Entwachsenenalter keinen coolen Tag verbringen kann. Und grundsätzlich gilt ja sowieso: Fahrt in die Parks und glaubt nie einer Bewertung, die ihr nicht selbst bewerten könnt. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar, Like oder Abo da. Und sucht mich auch gerne auf Twitter oder Instagram. Und wenn ihr mich findet, sagt mir bitte Bescheid. Denn davon weiß ich nichts. Ciao!